Das Ehrenamt in Bayern braucht mehr Anerkennung. Das war die Botschaft der Freien Wähler beim Neujahrsempfang 2019 im Bayerischen Landtag. Und die liegt Eva Gottstein, Fraktionssprecherin und Beauftragte der Staatsregierung für das Ehrenamt, besonders am Herzen. Vom Gesellschaftlichen ist das Ehrenamt natürlich der Kitt der Gesellschaft. Man kann es auch wirtschaftlich sehen, wenn ich in das Bruttosozialprodukt die ehrenamtlich geleisteten Tätigkeiten mit einbeziehe, hätte ich einen ganz anderen Wert. Also wir haben volkswirtschaftlich, aber natürlich ideell einen Riesengewinn. Und ja, ohne Ehrenamt funktioniert einfach Bayern nicht. Bei dem Empfang mit über 600 Gästen blickten die Abgeordneten aber auch auf das vergangene Jahr zurück. Der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger erinnert an die Erfolge, die die Freien Wähler seit den Koalitionsverhandlungen für sich verbuchen konnten. Die Freien Wähler konnten sich eigentlich mit fast allen Großprojekten durchsetzen. Unsere Kostenfreiheit der Kinderbetreuung, die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge mit der Gegenfinanzierung für die Kommunen, dann sehr vieles im Bereich der Wissenschaft, der Wirtschaft. 1000 neue Lehrer pro Jahr, 500 neue Polizisten pro Jahr, Ausbau des schnellen Internets, Mobilfunk, also da bleibt kein Auge trocken, wir haben fast alles durchgesetzt. Doch auf ihren Lorbeeren ausruhen wollen sich die Freien Wähler nicht. Schließlich stehe Bayern im neuen Jahr vor zahlreichen Herausforderungen. Fraktionschef Florian Streibel erklärt, was sich die Landtagsabgeordneten für die kommenden Monate vorgenommen haben. Also gerade 2019 denke ich, dass viele Themen jetzt heute von der Klimapolitik abhängen. Und von daher wollen wir den Klimaschutz vorantreiben. Wir wollen also die Energiewende wiederbeleben. Wir wollen im Grunde auch die Mobilitätsfrage also neu stellen und schauen, wie können wir sich in Bayern für die Zukunft fit machen. Also und die Zukunftsfragen sind natürlich die, wo kriegen wir unsere Energie her, mit dem wir auch unsere Wirtschaft, unser Leben, unseren Wohlstand letztlich auch stemmen. 2019 sei aber auch das Schicksalsjahr für die Europäische Union. Der Brexit stelle die EU vor schwierige Aufgaben. Er sei deshalb froh, mit Ulrike Müller, eine kompetente Freie Wähler-Europaabgeordnete in Brüssel, zu wissen. Kompetenz, Sachverstand und Redlichkeit seien aber auch im Landtag gefragt. Dr. Fabian Mehring, der neue parlamentarische Geschäftsführer, hat klare Vorstellungen, wie die Landtagsarbeit als Regierungsfraktion aussehen soll. Wir wollen damit punkten, dass wir auch auf der Landesebene so agieren, wie die Menschen in Bayern das aus der Kommunalpolitik von uns gewohnt sind. Wir wollen sachorientierte Politik machen, auch im Benehmen mit unseren politischen Mitbewerbern. Wir wollen die Zukunft im Blick haben, wir wollen gestalten. Wir sind aber auch keine Fantasten, wir bauen keine Luftschlösser. Wir stehen für Realpolitik, wir stehen für pragmatische Ansätze. Und ich glaube, genau das ist es, was es braucht, um der CSU als Koalitionspartner im Vier-Augen-Prinzip ein bisschen auf die Finger zu schauen. Wenn uns das gelingt, dann ist es nicht nur gut für die Freien Wähler, sondern gut für Bayern. Der Freistaat soll sich trotz eingetrübter Wirtschaftslage weiter bestens entwickeln. Dafür wollen sich die Freien Wähler in ihrer neuen Rolle als Regierungsfraktion mit viel Optimismus und ganzer Tatkraft einsetzen.